Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier zu Cyberpunk 2077. Wir müssen, wie ihr schon seht, am Quest Nocturne Open 1 mit Hanako treffen im Embers. Da tun wir jetzt, ist ja nur 40 Meter entfernt. Sind wir wohl irgendwie da hingerannt. Es gibt kein Zurück mehr. Du bist an einem Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn du das Restaurant betrittst, werden alle noch nicht beendet. Neben mir und andere aktivieren, wie Aufträge nicht mehr verfügbar sein. Oh. Bis alle Hauptmissionen abgeschlossen sind. Wenn du das noch erledigen möchtest, solltest du es tun, bevor du dich mit Hanako triffst. Oh, haben wir noch Nebenmissionen? Wahrscheinlich schon, ne? Stimmt, die werden jetzt so schön aufgezeichnet. Gut, das heißt eigentlich, die können wir wieder machen, wenn wir mit der Hauptmission fertig sind, ne? Daher, komm. Komm. Scheiß drauf. Wir können sie ja nachher wieder machen. Relic-Fehlfunktion entdeckt. Gott, ist mir schlecht. Das gefällt mir nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Chill mal bitte für 2 Sekunden. Mhm. Gehen rein, reden, gehen raus. Das war's. Hallo. Hanako-sama ga omachi da. Jo, er warte, super. Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Hallo. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Danke fürs Treffen. Natürlich, wie. Und ich danke dir. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Die Details passten einfach nicht zusammen. Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt du, was das war? Macht? Familie. Ach's. Unsere Familie. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil. Ach so. Ohne Widersprüche. Grundsätzlich ja. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka. Teil der Familie. Mhm. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Ja, und eigentlich wollten wir über die Details reden. Dann tun wir das. Hast du wie vereinbart Soul Killer mitgebracht? Finger am Abzug, verrat dir kein Wort. Hältst du mich für so dumm, dass ich darauf reinfalle? Ich will hier lebend raus. Hätte ich solche Absichten, hätte ich einen deutlich diskreteren Ort als diesen ausgewählt. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City, unterhalb des Arasaka Towers.
Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Und du hilfst mir im Austausch wogegen? Ja, oh, komm, spielt doch keine Rolle. Du weißt, wie man mein Interesse weckt. Also dann, rede. Mein Bruder. Riechst du das auch? Stinkt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Sprich's ruhig aus. Das macht's leichter. Ich will ihn bestrafen. Zu schwammig. Du willst ihn tot sehen. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama. Soro-soro go-jitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, ha? Huh? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Nehmen wir an, es klappt. Was dann? Du übernimmst den Arasaka-Thron? Wie kommst du denn darauf? Ich ging davon aus. Außerdem hat Takemura gesagt, es war ohnehin geplant, dass du Yorinobu in Night City vertrittst. Jeder sollte wissen, wo er hingehört. Wie? Das hat mein Bruder nie verstanden. Ich weiß es. Und will daran auch nichts ändern. Ich weiß auch, wo ich hingehöre. Und wo ich herkomme. Vielleicht, wenn alles irgendwann mal vorbei ist, finde ich mich genau dort wieder. Vielleicht, wenn du deinen Wert beweist. Scheiße, ich kotz gleich. Also? Das Angebot ist gut. Ich muss das überdenken. Natürlich. Aber denk schnell. Yorinobu ist seit der Parade argwöhnisch. Wir haben nicht viel Zeit. Wir verschwinden hier, und zwar jetzt. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur, Du blutest. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Keine Sorge. Deswegen... Du brauchst frische Luft. Sofort. Das geht offenbar nicht gut. Verlass das Lokal, yo. Oh mein Gott. Die Hälfte wieder am Arsch. Wir sind total kaputt, Freunde. Ich hab dich gewarnt. Was machst du? Was mache ich denn? Ich zeig dir, wie es sich anfühlt, wenn man eingesperrt ist. Ich hab dich gefragt und dich gewarnt, aber du willst ja nicht zuhören. Und jetzt benutzt dich die Porzellanpussy für ihren kleinen Plan. Leck mich. Noch habe ich nicht zugestimmt. Aber du verstehst scheinbar immer noch nicht, wie diese Blutsauger arbeiten. Sie hat dich persönlich getroffen und dir ihre Pläne gezeigt. Sie hat dir die Fangzähne ins Fleisch geschlagen und du kommst nicht mehr los. Ich weiß genau, wie die arbeiten. Wenn du nicht mitspielen willst, zwingen sie dich. Die spielen keine Spielchen. Die laden dich nicht schick ins Restaurant ein und geben eine Runde aus. Hey, entspann dich.
Wenn wir in Arasakas Eingeweihten ihr Geschlecht erreichen wollen, dann mit ihr. Also. Na toll, du machst schon wieder einen Abgang. Oh je, was machen wir nur mit uns? Bin ich. Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Langsam, beweg dich erstmal nicht. Weg. Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Sag mir die ganze Wahrheit, Nick. Du bist an einem kritischen Punkt. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Ich versuch's. Ich glaube, ich spüre wieder was. Langsam. Wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher. Wenn du was zu sagen hast, Nick. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ja, ich weiß. Eine Idee, wo ich anfangen soll? Schon wieder. Soll ich's dir aufschreiben? Es liegt an dir, nicht an mir oder diesem Ding in deinem Schädel. Siehst du das Zeug da drüben? Ja. Was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt, still und leise. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende. Ich hab dir auch ein Geschenk hingelegt. Locker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Auf deine Art, hm? Sehr subtil, Doc. Es reicht, Johnny. Ich muss das überdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Mhm. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest, zuerst sollten wir von hier verschwinden. Oha. Okay, Waffen und Co. Danke sehr. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, Vic. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Und jetzt geh. Ich will zumachen. Nimm die Meds und tu, was du tun musst, Vic. Wo ist eigentlich der andere Kunde hier, der ich runtergeschubst habe? Pass auf dich auf.
Nicht. Oder ist das die Kundin? Hey, wie, ich hab deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Er ist nicht weit. Jackie. Na dann, geh wohl die nächste Runde. Mit dem zu tun. Du wirst sehen. Na komm. Ja, aber das, meine Freunde, erst in der nächsten Runde. Wir sehen uns bis dann. Vielen lieben Spaß und tschüss.